Herzlich willkommen bei meiner Wenigkeit der Sky zu einem weiteren Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es um das Plugin UIWS, das Unified Interactive oder Interaction Water System, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das richtig teure 200-300 € Plugin, was diesen Monat kostenlos ist. Ihr installiert das über den Epic Games Launcher in eure Engine Version. Das wäre bei mir die 4.24, bei euch vermutlich die 4.25 oder 4.26. Ich aktiviere das dann, indem wir aus Settings hier oben klicken. Dann klicken wir hier auf Plugins und dann tun wir hier auf der rechten Seite unter Installed, ganz wichtig, tun wir hier auf der rechten Seite UIWS suchen und dann hier auf Enabled klicken. Bei mir ist das jetzt schon aktiviert, deswegen, ne? Aber wenn ihr hier auf Enabled draufgeklickt habt und bei euch der Haken dann hier ist, steht bei euch hier unten rechts so, wollen Sie jetzt die Engine neu starten? Ihr klickt auf Ja und dann tut ihr prinzipiell hier dieses Projekt komplett neu laden. So, aber wie gehe ich jetzt damit um? Weil viele von euch haben eben keine Ahnung, wo oder wie ihr das Ganze umsetzt und damit umgeht, ja? Also dieses ganze System anwendet. Erstmal habt ihr hier auf der linken Seite ein Suchfeld, Search Classes, und dort könnten wir UIWS eingeben. Und jetzt haben wir hier vier unterschiedliche Punkte. Custom Body, das ist prinzipiell, dass hier ein Wasser, irgendwie hier so ein Wasserding hinplatziert, ne, so eine Art See. Und dann tut ihr hier einen Static Mesh da eintragen und dann ist zum Beispiel das ganze Static Mesh, was zum Beispiel eine Plane ist, wo der Text Sky draufsteht, wäre dann einfach aus Wasser, was dann auch interaktiv ist. Der UIWS Manager dagegen, der ist prinzipiell dafür da, dass ihr einstellen könnt, wie sehr das Wasser von den Coasticks her und so weiter und so fort glänzt als Beispiel oder wie auch wie stark die Windstärke ist. Das ist der UIWS Manager. UIWS River, ja, das ist ganz einfach. Es ist halt der River Spline. Also sprich, damit könnt ihr dann eben mit so einem Spline euren Fluss ziehen. UIWS Water Body ist nichts anderes außer ein See. Damit beschäftigen wir uns gleich noch. Ein kleiner Tipp für alle Leute, die generell viel mit Plugins unterwegs sind, auch mit Sub-Online-Systems. Ihr klickt hier auf Content Browser drauf. Und die meisten Plugins hier, die haben hier eine Ordnerliste und Example-Content, also Beispiel-Content, woran ihr sehen könnt, was ist und wie das Ganze funktioniert. Ihr klickt dafür auf View Options und da das jetzt hier nicht nur ein Plugin ist, wir unterscheiden zwischen einem Engine-Content-Plugin, also sprich ein Plugin, was ihr direkt in eure Engine reinstalliert, so wie dieses Wasserding hier, wie UIWS, oder wir tun jetzt zwischen so Sachen wie Advanced Session unterscheiden, die ihr direkt in euer Plugin, in einen Plugins-Ordner in eurem Projekt reinzieht, ja. Also A, die Plugins, die ihr in eure Engine installiert, oder B, die Plugins, die ihr direkt in euer Projekt installiert. Ach, ich bin ein bisschen durch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und da das hier ein Engine-Plugin ist, aktivieren wir hier auf der Seite Show Plugin Content und Show Content Show Engine Content. Und da wir das jetzt gemacht haben, klicken wir jetzt mal hier Doppelklick und sehen hier haufenweise neue Ordner. Lasst euch davon jetzt nicht überwältigen, so schwer ist das nicht. Denn ganz hier unten finden wir den Ordner UIWS C++ Classes, weil wenn wir hier drauf gehen und dann auf UIWS und dann auf Public, sehen wir übrigens auch die ganzen Sachen, die wir gerade eben gesehen haben. Also hier diese. UIWS Capture, UIWS Custom Body, Manager, River und Water Body. So, aber der Example Content finden wir unter hier auf der linken Seite, UIWS Content. Hier oben steht's nochmal. Danach könnt ihr theoretischerweise hier auch einfach suchen, Search Pass. So, und als nächstes klicken wir hier auf Example Content. Denn wenn wir hier draufklicken und dann auf Maps beispielsweise, können wir mega einfach und schnell die UIWS Demo Map und das Demo Level laden. Denn wenn wir das gemacht haben, muss der vermutlich 5.000 bis 7.000 Shader compilen. Aber das spielt erstmal keine Rolle, denn wir landen in hier dieser wunderbaren Karte. Hier steht es auch nochmal UIWS und ja, jetzt sind wir hier. Das ist mega einfach. Und jetzt sehen wir hier die verschiedensten Beispiele. Hier das, diese große Wasserfläche, ist übrigens der UIWS Water Body. Also wenn ich jetzt hier UIWS eingebe, ist das hier der Water Body, ja? Das hier, was ihr hier gerade seht. Dann haben wir weitere Dinge, wie zum Beispiel hier diese coole Schrift UIWS, die komplett aus Wasser besteht. Das hier wäre der Custom Body, okay? Das könnt ihr auf der rechten Seite ganz gut sehen. Hier der Custom Body. Da könnt ihr einfach unter Custom Static Mesh euer eigenes Static Mesh als Plane hinzufügen. Und dann zack, habt ihr dann hier etwas, was dann so aussieht wie UIWS. Oder ihr schreibt im Blender beispielsweise der Sky, ne? Und dann habt ihr hier der Sky entsprechend stehen mit Wasser. Ja, das Ganze können wir jetzt hier auch auf den Fluss übertragen, den wir hier sehen. Das hier ist der Fluss, und zwar hier UIWS River, könnt ihr auch oben rechts nochmal hier sehen, in meinem World Outliner. Und der funktioniert mit Splines, ja, wie das Ganze funktioniert, ist ganz simpel, werden wir uns gleich auch anschauen. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier diesen coolen Wasserfall. Der Wasserfall funktioniert so, dass wenn der Spline eine gewisse Neigung hat, dass das Wasser einfach so aussieht, als ob da mehr runterfließen würde. Das kann man im Material Editor relativ gut hinzufügen. Zudem haben wir hier noch Partikeleffekte, die, wenn wir in-game sind, ganz easy peasy, ja, entsprechend, ne, hier noch hinzukommen werden. Aber hier, ihr seht schon, das ist alles nichts anderes außer ein schöner Spline.
So, ich bin mal gespannt. Hier drauf können wir jetzt gerade nicht so gut klicken. Das ist vermutlich deswegen so, weil wir hier auf der rechten Seite einstellen können, wann die Partikeleffekte kommen und wann nicht. Wenn ihr euch wundert, dass das nur irgendwie hier ist, wenn ich mich bewege, dass das nur deswegen fließt, dann klickt ihr hier oben links auf Real-Time und dann, ne, hier oben auf Real-Time und dann fließt er konstant. So, jetzt seht ihr aber auch schon die Partikeleffekte, die hier fließen. Ich meine, hier, die sehen jetzt nicht so schön aus, aber hier die Partikeleffekte sehen noch ganz cool aus. Und ich werde es mal Real-Time aber wieder deaktivieren. Und dann klicken wir auf den Fluss drauf. Und der Fluss wird uns jetzt hier einige Optionen geben, wie zum Beispiel UIWS Water Simulation is interactive. Bedeutet also, reagiert das Wasser auf mich? Oder Interact on Damage, also sprich, wenn ich drauf schieße beispielsweise. Und hier haben wir auch die Option Limit Tick Rate und so weiter und so fort. Ihr könnt das nachlesen, indem ihr mit der Maus einfach draufhaltet. Und dann kommt da so ein Tooltip. Damage Scale beispielsweise oder Capture Resolution und so weiter und so fort sind alles Sachen, die dann die Qualität nochmal steigern, aber auch mehr FPS ziehen. Hier können wir aber auch die Watercolor festlegen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ja, das Wasser soll einen Rotschimmer haben und ja, entsprechend würde der mir dann sowas reinkloppen. Warum das jetzt nicht insgesamt ganz rot ist, liegt einfach daran, dass ich ja hier nochmal den Waterbody und diese Waterplane habe, die unter dem Fluss liegen, ja. Und das Coole ist, es wird aber vermengt so, dass es relativ gut aussieht. Zum Beispiel hier, als ob eben Farbe da reinfließen würde, finde ich mega geil, kann ich einfach nur empfehlen. Und dieses Gedöns hier ist auch mega, ich sag mal, performance-schonend. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, hier dieser Custom Body funktioniert mit einem Plane, was ihr in Blender oder in 3ds Max oder sowas stellen könnt. Einfach hier bei Custom Static Mesh einfügen und das war's dann. Und hier die Plane, wenn wir auf die Plane draufklicken, können wir natürlich auch genauso hier diesen Water Body nochmal schön einstellen. Wie zum Beispiel, wenn ich runterscrolle, könnte ich auch hier sagen, ich will rotes Wasser haben. Und der wird mir auch rotes Wasser machen. Ganz, ganz einfach. Und ja, als nächstes hätten wir, nee, das war's jetzt eigentlich, wir haben hier nochmal die Wassersimulation. Ich klicke jetzt einfach mal auf Play in einem neuen Editor-Fenster, ich bin gespannt, was passiert. Hier haben wir nochmal eine coole, ja, eine Übersicht, wie unser Charakter funktioniert. Ich muss mal irgendwie, ist gerade auf Vollbild, geht das? Shift F1, ja, das geht. So, jetzt haben wir das hier auf Vollbild und ihr seht jetzt, dass ich hier mit einem, okay, es leckt ein kleines bisschen, liegt aber daran, dass ich das hier als separates Fenster aufgemacht habe. Ich kann jetzt hier sprinten und so, hier steht jetzt Toggle Control und so weiter und so fort. Und wir können zum Beispiel Objekte hier reinwerfen. Das ist doch geil, oder? Hier sehen wir das nochmal im größeren Wasser. Und das Ganze hat dann die coole Slash-Effekte und so weiter und so fort. Jetzt kann ich hier durchgehen und ihr seht auch, dass ich hier so richtig coole Effekte habe. Oh, jetzt bin ich sogar unter Wasser. Und ihr seht, es gibt auch Unterwassereffekte, die ihr einstellen könnt. Finde ich mega genial. Und sonst können wir hier alles voll kloppen, ne? Okay, ich denke mal, lange Rede, kurzer Sinn. Lass mich mal kurz gucken. Collision, Physical Objects. Ah, guck mal hier. Hier können wir dann auch noch sagen, okay, der soll ins Wasser reinschießen. Und hier haben wir dann eben auch noch so komische Partikeleffekte, die einen Wasserfall dann prinzipiell darstellen. Und das Coole ist, wir haben eben hier so Interaktionseffekte, wie zum Beispiel den Wasserfall, wo wir dann prinzipiell reingehen können und das Wasser aufhalten können. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das hier so gefreezed ist. Das könnte an meiner Engine-Version, denke ich mal, liegen. Ignoriert es einfach mal. Und sonst kann ich hier durch das Wasser gehen und hinterlasse eben auch so Reaktionen entsprechend darauf. Und ja, das ist so viel dazu. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Ganze an. Ich will jetzt einen neuen Fluss ziehen, ja? Wie mache ich das? Ich ziehe jetzt erstmal hier den UIWS Manager ins Level. Das habe ich aber hier schon gemacht. Der sieht nämlich so aus. Da habt ihr auf der rechten Seite mehrere Sachen, die ihr updaten könnt, zum Beispiel Lichtinformationen. Aber was wichtig ist, wäre hier unten zum Beispiel die Water-Parameter, also die Windturbulenz, also wie stark der Wind auf das Wasser reagiert, also wie stark die Wellen dann und sowas sind. Hier haben wir nochmal die Caustic Brightness und so weiter und so fort. Aber wir ziehen jetzt einfach mal hier einen River rein, okay? Also von der linken Seite gehen wir UIWS einfach ins Zugfeld ein. Ziehen jetzt einfach mal so zack den River rein. Ich mache ihn jetzt mal ein bisschen höher. Natürlich müssten wir jetzt hier mit dem Landscape Tool ein bisschen River machen, ne? So, dann drücke ich G, damit wir hier den Punkt haben. So, Ingame-Ansicht. Und jetzt könnten wir das hier einfach ziehen. Und jetzt haben wir hier einen Fluss. Und für die Leute, die nicht wissen, wie man einen Fluss zieht, das hier ist ein Spline. Mit jedem Spline-Editor könnt ihr entweder mit STRG irgendwo hinklicken. Das geht aber nur bei Landscape-Splines. Wir haben jetzt hier zwei Punkte. Wir klicken auf das Mesh drauf und klicken auf den nächsten Punkt. Nicht auf den Hauptpunkt, sondern auf den nächsten Punkt. Jetzt halten wir Alt gedrückt und ziehen das Ganze und tun Alt loslassen. Und ihr seht, dass wir jetzt hier statt zwei Punkten drei Punkte haben. Jetzt klicke ich wieder auf den letzten Punkt und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich drücke Alt, ziehe das Ganze, tue Alt jetzt loslassen und tue jetzt den Punkt hier anpassen, zum Beispiel, dass das Ganze einfach ein bisschen anders hier aussieht. Jetzt werde ich nochmal kurz, jetzt habe ich auf Windows gedrückt statt auf Alt. Klicke hier nochmal auf den Punkt drauf und ziehe jetzt einfach mit Alt wieder einen neuen Punkt. Und der soll jetzt, und jetzt ziehen wir hier noch einen Punkt, passt mal auf, jetzt ziehen wir hier noch einen Punkt. Und dieser Punkt soll jetzt aber richtig schnell herabgehen. Und ich werde jetzt mal kurz das Landscape-Tool nehmen. Wir klicken nochmal kurz auf den Punkt und tun den gerade setzen.
So. Jetzt haben wir nämlich einen Wasserfall. Weil umso größer die Steigung ist, ich werde jetzt mal kurz auf den unteren Punkt klicken, ihr seht schon, umso größer die Steigung ist, umso schneller fließt das Wasser. Das ist eigentlich ganz cool bei dem System hier. Ich hätte wieder Alt gedrückt, ziehe jetzt hier einen neuen Spline und haben jetzt hier einen Wasserfall. Ich gehe jetzt mal kurz auf das Landscape-Tool oben links und tue jetzt mal hier entsprechend auch das Ganze irgendwie malen. Damit das auch funktioniert. So. Was ist denn das jetzt? Ah, okay, ich habe einen zu großen Pinsel drin, deswegen klappt das nicht so ganz, wie ich will. So, und jetzt malen wir das Ganze mal kurz frei, damit wir auch gleich sehen können, wie der Wasserfall sich auf unser ganzes Level auswirkt. So, machen wir das mal so. Dauert ein bisschen. Ist ein starkes Landscape. Hat einen großen Widerstandswert. Ah ja, jetzt hier haben wir es. Wunderbar, gönnt euch das. Also, ihr seht, wenn das die Steigung hier erreicht, dann ist es ganz mega easy, dann kommt hier so ein Wasserfall automatisch zustande und der ganze River tut sich eben nach dem Spline langziehen. Aber umso länger und komplizierter mit vielen Punkten das Spline ist, umso mehr Performance zieht er auch, wenn ihr den bearbeiten wollt. Nur so als Information. So, als nächstes klicke ich mal hier auf den River drauf und wir gucken uns die Kameras nochmal an. Allow Camera, Camera Under. Ich glaube, das ist dann die Einstellung, dass ihr einstellen könnt, ob wir eine Unterwasserkamera haben. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Override Water Materials, da können wir unsere eigene Water Materials reinmachen. Wichtig ist, dass hier jetzt steht, ist interactive. Definitiv soll das interactive sein, denn wenn ich jetzt gleich hier hingehe und da durchgehe, und das werde ich jetzt machen, dann will ich ja auch entsprechend sehen, dass wir hier irgendwas Cooles haben. Hier nochmal der Wasserfall. Und jetzt renne ich mal hier rein, passt mal auf. Zack, und wir haben eine Wasserinteraktion. Das ist doch genial. So funktioniert das Plugin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt natürlich hier noch die Farben einstellen und so, ne? Also, das geht alles. Und ihr seht, ich zeig's euch nochmal, ihr seht, das Ganze wird vom Wasser auch mitgerissen. Habt ihr das gesehen, wie das so runtergeklatscht ist? Also, wie das da runtergezogen wird? Ich zeig's nochmal, indem ich hier ein paar Sachen reinspamme. Ich tu mal hier eins hinsetzen. Seht ihr das? Wieder Kräfte drauf wirken? Okay, das ist jetzt... Okay, nein. Okay, das ist jetzt ein Beispiel für Voreffekt hier, ne? Aber wenn ich das Ganze jetzt hier runter mal klatschen würde, dann würde das gleich hier runterfliegen. Passt mal auf, oder auch nicht. Ich weiß gerade nicht... Ah, jetzt guck mal die Kugel an. Seht ihr das? Zack, die Kugel wurde mitgerissen durch den Wasserstrom. Das ist noch nicht perfekt. Das müsst ihr vielleicht noch ein bisschen selber konfigurieren. Aber ist halt so, wie es ist, ne? Aber trotzdem finde ich das hier mega geil. Gerade dafür, dass es von 300 runtergesetzt wurde. Ach, zack, habt ihr das gesehen? Hier eine Unterwasserkamera gibt es jetzt nicht. Mich würde jetzt eine Sache noch für das Tutorial hier interessieren. Und wenn ich jetzt hier sage, weil ich habe damit selber noch nicht gearbeitet, Allow Camera Under, wenn ich jetzt das sage, ob der dann auch eine Unterwasserkamera erlaubt, das wäre natürlich entsprechend sehr schön. Nee, das macht er nicht. Okay, aber die Frage ist, warum macht er es nicht? Und ich glaube, das liegt daran... Ah, okay, Leute, ich weiß, warum er es nicht macht. Das ist bei dem Fluss an sich nicht so ohne weiteres möglich. Dafür müssen wir erstmal hier UIWS eingeben und ein Water Body hinzufügen. Und zwar, wir ziehen jetzt diesen Water Body einfach auf unseren anderen Fluss-Spline. So. Und jetzt drehen wir das Ganze. So circa. Und jetzt könnten wir zum Beispiel hier sagen, das ist, glaube ich, alles schon so eingestellt. Ja, sollte so sein. Jetzt ziehen wir das Ganze einfach mal größer. Und zwar so. Dass wir hier diese wunderbare Größe haben. Und jetzt sollte das Ganze funktionieren. Also ich hoffe es, weil ihr habt vielleicht unter diesem Water Body noch so einen Kasten gesehen. Und ich glaube, das ist das Post-Processing-Volumen, was uns ermöglicht, diese Sicht so zu ändern. Schauen wir mal. Ah ja, guck mal, das ist das Water Body-Volumen. Okay, aber das sieht mega geil aus. Also auch mit diesem verschwommenen Effekt. Das sieht einfach genial aus. Leute, das könnt ihr natürlich dann noch so umbearbeiten, dass ihr sagt, okay, ich würde gerne das so haben, dass man da drinnen schwimmen kann. Aber da würde ich euch dann wieder ein anderes Plugin empfehlen, das Easy Swim Plugin aus dem Marketplace. Das wird relativ einfach gehen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like. Wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen bei meiner Wenigkeit der Sky und zu meinem kleinen Unreal Engine 4 und Game Development Channel. Aber gleichermaßen, das will ich nochmal kurz hier feststellen oder generell nochmal sagen, manchmal kommen auch Sachen, die nichts damit zu tun haben, ja, das ist so ein, ne, aber wir konzentrieren uns schon sehr auf den Unreal Engine Part des Ganzen. Ja, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, wenn ihr Fragen, Kommentare oder Probleme habt, alles gerne in die Kommentare und damit würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal, meiner Wenigkeit der Sky und wie gesagt, holt euch das UIWS Plugin, denn es ist nur noch bis zum 30. kostenlos oder ne, warte, bis zum... nächsten Dienstag oder bis zum nächsten Dienstag des Monats. Keine Ahnung, wann genau das wäre. Kann ich kurz nachgucken. Das wäre bis zum 6. Bis zum 6. Oktober ist das Ganze hier kostenlos. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.